Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Denk, Oliver Denk. Und heute geht es nach Horb. Dort findet das ganze Wochenende ein Elektromobilitätstreffen statt. Ich muss weiter, fertig geladen. Organisiert wird das Ganze von Jerome Boateng. Nee, Quatsch. Jerome Brunel. Ich bin allerdings nur wegen einem Tagesordnungspunkt vor Ort, der eigentlich außerhalb des eigentlichen Veranstaltungsplans läuft, nämlich ein Influencer-Treffen. Und eingeladen hat Timo Schad vom T&E Magazin. Wer sich jetzt denkt, was ist denn das T&E Magazin? Ja, das ist das frühere T-Magazin. Aber dann hat sich die Telekom gedacht, ach hey, das ist doch unser Ding. Und deswegen jetzt T&E Magazin. Also, dahingehend, der Weg ist das Ziel. 433 Kilometer, eine Strecke. Ja, die Veranstaltung sollte dort vor Ort 2 Stunden dauern. Und ich freue mich mal, ein paar YouTuber zu treffen, die ich bisher immer nur aus den Videos kenne, beziehungsweise ja, noch vielleicht gar nicht kenne. Mal schauen. Supercharger Leonberg. Kleiner lustiger Exkurs, das angrenzende Ford-Autohaus hier zum Supercharger in Leonberg hat noch nicht ganz kapiert, warum hier nur 2 Supercharger stehen, aber 4 Stellflächen dafür freigehalten werden. Denn die sind dafür gedacht, wenn ein Model X mit Anhänger kommt, beziehungsweise dann zukünftig auch mal andere Teslas mit Anhänger, damit die hier einfach ranfahren können und laden, ohne abzukoppeln. Und ja, leider nicht möglich. 2 Autos stehen da. Ja. Das nur dazu. Meine rote Jacke habe ich natürlich auch mit. Ich muss weiter, weiter, weiter! Horb am Neckar. Geparkt, auf ins Getümmel. Das ist das falsche Getümmel. Hier bei der Angela und beim Steffen Livestream vom Flashmob, der gerade vorbei ist. Da drüben ist der Flashmob, da ist die Bühne und wir gucken hier Livestream von Ann-Christine. Auf dem Weg zum geheimen Influencer-Treffen. Es wird mal hell, mal dunkel. Steven von der Tesla-Crew ist mit dabei. Mal sehen, wo wir mal ankommen. Es gibt einen YouTuber-Stuhlkreis und ja, alle filmen sich gegenseitig. Influencer-Treffen vorbei, die YouTuber raufen sich etwas zusammen, mal sehen, was es bringt und ich fahre wieder heim. Markus ist da! Spoiler-Alarm! Oh, Spoiler-Alarm! Und? Wie fandest du's? Kurzer Werbeblock noch fürs T&E-Magazin vom Timo Schad und die New Aero-Felgen. Ja, schaut mal euch an, wem es gefällt. T&E-Magazin natürlich alles für Elektromobilität. Wird doch da immer ausgelegt, wo die ganzen Destination-Charger sind, kann man sich auch kostenfrei bestellen. Man muss nur die Versandkosten tragen. Schaut mit auf die Homepage vorbei. Jetzt geht's heim. Los, los. Horb ist ein wunderschönes Städtchen, schön im Tal gelegen. Ich glaube, Jerome, das gucke ich mir nochmal so an, ohne E-Mobil-Treffen, weil da gab es schöne Berge drumherum, die kann man schön erwandern, denke ich mal. Da gibt es viel zu sehen. Und ein Dankeschön an Timo für die Organisation dieses ersten Influencer-Treffens. Ja, Content-Creator-Treffen. Zurück am Supercharger Satteldorf. Über die Hälfte ist geschafft. 124 kW. Oh mein Gott. Yay, so viel hatte ich noch nie. 125. Wow. Okay. Bei P85D geht doch was. 126. Alles klar. Dann wird das hier noch ein kleines Ladevideo. Dann wird das doch länger als gedacht. 127. Oh mein Gott. Ihr habt es alle gesehen. Das hatte ich bisher noch nie. Ich hatte schon mal versucht, ein kleines Ladevideo zu machen, aber da wurde es nie mehr als, naja, die normalen 117 kW. Aber jetzt alles klar. Geil. Es wird dann natürlich gleich wieder runtergehen, aber absolut genial. Hatte ich schon erwähnt, der Weg ist das Ziel heute. Am Ende schauen wir mal auf die Kilometer. Denn die Zeit, die ich in Horb verbracht habe, die war nicht mal halb so lang wie das, was ich jetzt hier verfahren bin. Aber deswegen ein kleines E-Cannonball-Training oder das ist das sogenannte E-Cannonball-Fieber, würde ich sagen. Tesla fahren macht einfach Spaß.
oder generell Elektroauto fahren. Es ist schon spät und ich bin zu Hause angekommen. Und für die Statistiker mit genau 901 Kilometer oder naja fast 184 Kilowattstunden Verbrauch an einem Durchschnitt von 204 Wattstunden auf 100 Kilometer. Also dahingehend, ja, war es ein erfolgreicher Roadtrip. Es hat Spaß gemacht, die kurzen Stunden in Horb. Und wir haben die 140.000 Kilometer geknackt. Also, coole Sache, 27 Kilometer Restreichweite. Dann kann der Tesla jetzt laden. Ansonsten noch Grüße an den Andreas Hähnel, den ich noch am Supercharger in Satteldorf getroffen hatte. Und ja, abonniert den Kanal. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr Tesla mieten wollt, schaut mal unten in der Beschreibung mit nach. Könnt ihr in Gera gerne machen. Und bis zum nächsten Video. Denk elektrisch. Ich bin natürlich gespannt, was das Influencer-Treffen so bringt. Ich habe zumindest schon mal ein schönes Namensschild bekommen. Warum so kurz und so schnell? Weil es mein Alltag ist. Ich muss nicht groß darüber nachdenken und es ist kostenfrei. Ich habe heute nichts gezahlt für das Fahren. Also ja, für mich ist Elektromobilität Alltag. Deswegen, ja, es funktioniert. Dank dem hier. Genau, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen.